Schosch, Leute, und moin. Ich habe gedacht, ich halte euch mal ein bisschen auf dem Laufenden, so wie das gerade mit mir läuft und was sich jetzt bei mir genau verändert hat, weil letzten Endes ist mir viel mit diesem Kanal zusammen, ne? Also für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, ich habe jetzt tatsächlich wieder einen Job. Also ich gehe jetzt tatsächlich wieder meine Brötchen verdienen, tatsächlich quite literally, nämlich es gibt bei mir in der Nähe ein kleines Bäckerei/Bistro, wo ich jetzt als Verkäufer arbeite, in Teilzeit. Und ich habe gedacht, ich halte euch mal ein bisschen auf dem Laufenden, wie das Ganze jetzt ist, wie das Ganze aktuell läuft und ne, wie es jetzt ist, so alles. Erstmal, bevor ich euch jetzt mit Zeug zutexte, wie es mir jetzt geht, ich glaube, sollte es irgendjemanden interessieren, das kommt später. Erstmal, was diesen Kanal angeht. Klar, ich werde noch weiterhin Videos produzieren und hochladen. Allerdings muss man jetzt gucken, dass sich die Zeitspanne natürlich ein bisschen vergrößern kann. Aktuell arbeite ich an einem Best-of zu dem Smash Bros., zu dem Super Smash Ultimate Stream, den ich mit Vivi hatte, jetzt Ende letzten Jahres noch, wo Vivi hier war mit ihrer Switch. Ich besitze immer noch keine Switch, nur um das schon mal klar zu sein. Und da arbeite ich gerade an einem Best-of und solche Videos hier halt, wo ich einfach mal nur über gewisse Themen mit euch diskutiere, zum Beispiel, wird es auch immer wieder mal geben. Und manche Streams werden auch hochgeladen, zum Beispiel der Katamari Damacy Reroll Stream, den es gegen Ende letzten Jahres gab, den werde ich auch noch im Vollständigen hochladen, weil ich mir gedacht, gut, das ist jetzt das komplette Spiel in einem Video. Gönn dir mal und lad das mal am Stück hoch. Ich glaube, ich bin auch... Sorry, mein Mikro ist gerade ein bisschen doof gewesen gerade, sorry dafür. Auf jeden Fall, ja, da wird sich nicht viel ändern. Ich werde aber für diejenigen, die jetzt auch bei uns auf dem Server sitzen, ich werde da wahrscheinlich mir ein bisschen was von Sui abgucken und mal gucken, dass ich zu nächster Woche einen Streamplan irgendwie aufstellen oder designen kann. Aber dass ich halt mich nicht komplett festlege, wann was gestreamt wird, weil das möchte ich immer noch relativ spontan halten, worauf ich halt Bock habe in dem Moment. Aber dass ich dann halt so die Tage festlegen kann, wo ich dann sagen kann, da kann sehr wahrscheinlich gestreamt werden, da besteht eine Chance. Also sehr wahrscheinlich ist dann sind dann Tage, wo ich frei habe. Ich arbeite halt 30 Stunden. Von daher ist es halt mal machbar, dass ich dann mal so zwei, drei Tage, was auch immer, in der Woche frei habe, je nachdem, wie meine Schicht halt ist. Und je nachdem, ob ich Früh- oder Spätschicht habe, kann ich am Nachmittag/abends noch streamen. Das sind dann so diese Tage, wo ich dann schreiben würde, dass es eventuell einen Stream gibt, je nachdem, wie mein Befinden ist, ob ich noch was zu tun habe, ob ich am nächsten Tag früh raus muss, habt ihr nicht gesehen. Und da ich ja die Pläne immer vorausschauend quasi einsehen kann, weiß ich immer, wann ich das planen kann. So Tage, wo ich einen Stream definitiv abschreiben kann, ist, wo ich komplett spät habe, weil ich dann erst um 20 Uhr Feierabend habe, bis ich zu Hause bin. Tatsächlich ein bisschen frisch gemacht habe, irgendwas gegessen habe mal tatsächlich. Dann, dauert das und dann lohnt sich das auch nicht mehr, weil ich sowieso meistens so müde bin, dass ich mich sowieso hinlegen würde. Von daher, das ist dann soweit das. Also nur um das mal schon mal gesagt zu haben, ich werde dann wahrscheinlich zur nächsten Woche einen Streamplan aufstellen, wie, wann und wieso. Erfahrt ihr denn auf dem Server und oder auf Twitter, wahrscheinlich und auch auf Twitter, da werde ich das wahrscheinlich mit hochladen. Und ja, um jetzt mal ein bisschen zu erzählen, wie es mir jetzt so geht. Ich bin ganz ehrlich, ein Teil von mir ist immer noch ultra skeptisch, aber ein anderer Teil freut sich einfach, dass ich endlich einen Job gefunden habe, wo nicht jeder ein Arschloch ist. Ich meine, für mich ist es eine komplette Umschulung. Also, ne, ich komme aus dem Einzelhandel, wo überwiegend grobmotorisch ist und arbeite jetzt quasi in der Bäckerei/Bistro, wo alles ein bisschen feinfühliger sein muss, ein bisschen präziser sein muss, ein bisschen schöner aussehen muss und na, all sowas. Man muss halt ein bisschen mehr auf sowas achten. Das ist für mich halt eine Riesenumstellung und das wird bei mir auch noch dauern. Aber alle Kollegen sind super nett zu mir und es ist schön. Es ist halt für mich mal was komplett Neues, Kollegen zu haben, wo du nicht hoffen musst oder denken musst, dass sie dir gleich in den Rücken fallen in der nächsten Sekunde, so wie es damals ja war.
Zumal das System, was wir jetzt in, wo ich jetzt in meinem Betrieb habe, ist um so vieles schlauer einfach. Das habe ich auch schon gesagt, allein von den Kassensystemen her. Alles macht so viel mehr Sinn und ist so viel flexibler und nicht mehr so clunky, wie ich damals alles hatte. Weißt du, mein 6 Jahren Einzelhandel, 3 Jahre Ausbildung, 3 Jahre Facherfahrung. So viel Bullshit immer erlebt und oh, ich sag euch, das auch mit den Zeiten, mit den Arbeitszeiten. Es ist immer nachvollziehbar, wie lange du gearbeitet hast, wie lange du Pausen machst. Also ich kann jetzt nicht ins Detail gehen, wie alles funktioniert, ist ja logisch, ne? Aber damals bei mir war das so, es stand auf deinem Plan, dass du 1/2 Stunde Pause hattest, aber es konnte nie wirklich nachvollzogen werden, ob du die tatsächlich gemacht hast. Weil, ne, es ist manchmal voll, dann arbeitest du durch und dann denkst du dir, ja geil. Scheiße passiert, also kriegst du keine Pause. Aber du kriegst den Kram trotzdem nicht bezahlt. Also das ist immer der Punkt gewesen. Hier ist es jetzt alles anders und es ist sehr erfrischend für mich persönlich. Ich finde das aktuell echt schön. Es ist sehr, sehr nices Klima da. Zumal, was ich auch sagen muss, die Leute kommen natürlich jetzt zu uns mit einem ganz anderen Mindset als im Einzelhandel. Im Einzelhandel gehst du halt hin, wenn du etwas brauchst, und dann meistens hast du es eilig, das ist irgendwas nicht da, du bist gefrustet, dann bist du genervt und dann. Ne, es ist ein ganz anderes Mindset. Und im Einzelhandel musst du dir dann immer als Verkäufer oder generell als Mitarbeiter, du musst dich immer mit dem Negativen vom Kunden beschäftigen. Du hast nie irgendwie mal irgendein positives Erlebnis, weil kein Kunde zu dir kommt und sagt, oh, das ist aber schön hier, ohne es irgendwie rhetorisch zu meinen. Und du denkst dir, ja, well, fuck you too, würde ich sagen, ne? Nee, die kommen ja hier jetzt in so eine Bäckerei/Bistro ja ganz anders rein. Die kommen ja dahin, weil sie beispielsweise frei haben und entspannen wollen. Wollen Kaffee trinken, wollen einfach nur mal eine Runde chillen und ein Stück Kuchen haben oder sowas. Das ist ein ganz anderes Mindset. Die Leute kommen viel entspannter bei uns an. Mal davon abgesehen, dass ich jetzt in einer anderen Stadt arbeite, so quasi hier fast schon in meiner Heimat, als dass ich noch in eine andere Stadt dödeln muss, wo mir sowieso nie sympathisch war, weil die Leute sich da immer wie die letzten Arschgeigen benommen haben. Ja, das sah ja auch klar und deutlich raus. Also die Stadt, wo ich vorher gearbeitet habe, das waren so viele hochnäsige Cunts dabei, das ist schon nie mehr feierlich gewesen. Klar, hier hat man hat immer noch so dann und wann mal die eine oder andere Person, wo du am liebsten einfach nur sagen würdest, nö, aber dann denkst du dir, gut, es ist jetzt einmal höchstens am Tag. Ich hatte jetzt in den 5 Tagen, wo ich jetzt bereits da arbeite, ne? Ist ja jetzt noch nicht so lange. Wir haben jetzt, das Jahr ist ja gerade mal 1 Woche alt. Ich arbeite schon 5 Tage davon. Und es ist halt, ich habe in der Zeit, wo ich da jetzt arbeite, um so vieles weniger an stressigen und nervigen Kunden erlebt, als in all meiner Ausbildungs- und Arbeitszeit gesamt. Das ist so erstaunlich. Normalerweise, das, was ich jetzt in diesen 5 Tagen an Leuten hatte, wo ein bisschen unter der Gürtellinie sind, sag ich mal so. Das hatte ich damals in den ersten 10 Minuten im Einzelhandel. Weil, ne, das ist ein Riesenunterschied für mich. Also ich bin aktuell super happy. Zwar immer noch, das Innere in mir ist mega skeptisch, aber wie man sagt ja immer so schön, gebranntes Kind fürchtet das Feuer. Warum auch immer man Kinder verbrennen sollte, seems a bit fucked up to me. Aber, ne, ihr versteht, was ich glaube, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Diese Ungewohnheit, dass auf einmal jeder nett zu dir ist und mit dir arbeiten will und dass man tatsächlich fair behandelt wird und all sowas. Dass man als Mitarbeiter tatsächlich noch als Mensch behandelt wird, das kenne ich gar nicht. Das kommt mir so neu gerade. Auch als man mir das vorgestellt hat. Also ich habe mich ja eigentlich aus Die haben eigentlich random da beworben, weil die da so Karten ausliegen hatten. Ich hab gedacht so, ja, might as well, einfach mal versuchen. Was soll passieren? Sollen sie sich ablehnen? Meine Güte, du bist arbeitslos. Just versuch es einfach. Und es hat ja jetzt funktioniert und es macht mich so happy einfach, dass das funktioniert. Das ist so fucking nice. Ja, wir schauen mal, wohin das Ganze noch führt. Ich bin auf jeden Fall aktuell glücklich, muss mich halt sehr umstellen aktuell, weil halt sehr viel,
Ne, also ich... Vor allem meine Ernährung habe ich umgestellt. Jesus Christ. Ich habe jetzt die letzten 5 Tage, glaube ich, immer nur abends irgendwie was gegessen. Obwohl wir auf der Arbeit tatsächlich Mitarbeiterrabatt kriegen. Dauerhaft. Ich meine ja nur so nebenbei, ne? Also, das... Ich erinnere mich noch an meinen letzten Job. Wisst ihr, wann ich da mal Rabatt gekriegt habe? Richtig, Dezember. Und der Rabatt war fucking pissig. Der war lachhaft, der war dumm, der war scheiße. Deswegen, hat überhaupt nichts gebracht. Aber jetzt als Mitarbeiter, Wasser, du kannst trinken Wasser, so viel du brauchst, Kaffee sogar und, ne? Ich meine, gut, Kaffee bekommt mir jetzt in letzter Zeit nicht so gut, deswegen trinke ich immer Wasser. Aber selbst du kannst als Mitarbeiter, darfst du selbst was essen bis zu einem bestimmten Limit. Und ich denke mir so, Alter, ich werde hier als Person behandelt. Ich bin nicht einfach nur ein willenloser Sklave, der tatsächlich irgendwie, der unter einem Vertrag einfach für dich mal lochen soll. Ich bin tatsächlich ein Mensch. So merkwürdig das auch klingt für mich gerade, aber ich kenne es nicht anders. Ich war wirklich diese 6 Jahre... Im Einzelhandel war ich eine billige Schachfigur. Ich war ein verkackter Bauer, der auf einmal losgeschickt wurde, eine Königin zu ermorden. Das ist auf einmal, werde ich als Mensch behandelt. Deswegen, es ist schön. Mega ungewohnt, aber unglaublich schön. Deswegen, also ich bin aktuell echt happy. Bin mit der Umstellung noch nicht ganz angekommen. Aber gut, das Jahr hat ja auch gerade erst angefangen. Ne? Ich habe jede Menge noch zu lernen, jede Menge Sachen müssen bei mir definitiv noch schneller gehen und ich muss definitiv an mir noch arbeiten und einiges lernen. Aber es gibt eine Menge Sachen, worauf ich mich da freue, wo auf mich zukommt. Zum Beispiel, es gibt für mich einen Barista, so halt Kaffee, also vernünftigen Kaffee, halt Cappuccino etc. Gibt es Lehrgänge, da freue ich mich schon ehrlich gesagt drauf und ich weiß nicht mal warum, ich lerne, wie ich Kaffee koche, aber also richtig Kaffee koche, ne, so die ganzen Spezialitäten davon. Aber allein wirklich der Punkt, dass ich jetzt so behandelt werde, wie ich behandelt werde, ist für mich einfach erstaunlich. Es ist absolut erstaunlich. Und dass ich dafür auch noch bezahlt werde, dass das ein Job ist. Wie gesagt, ich komme da aktuell noch nicht ganz an. Das scheint mir alles gerade noch zu schön, um wahr zu sein, aber ich weiß ganz genau, dass es wahr ist. Aber diese Skepsis in mir, die sich diese 6 Jahre lang aufgebaut hat, die ist jetzt da und die nagt immer und ich muss die immer noch treten, damit sie sich nicht mal verpisst und mir nicht auf den Sack geht. Aber ja, wie es ausschaut, ich habe jetzt diese und nächste Woche erstmal noch Spätschicht und werde mich weiter daran gewöhnen, so wie es ist. Das Einzige, was ich halt merke, ist, mir tun am Ende des Tages so fucking die Beine weh. Aber das hat man nun mal davon, wenn man versucht, ein Jahr lang YouTuber zu sein. Und, wenn man versucht, ein Jahr lang YouTuber zu sein und dabei grauenhaft versagt und sich dann denkt, ja, ich brauche einen Job, please. Und, ja, das hatten wir schon. Gut, ich will euch jetzt ja auch nicht weiter ein Ohr abkauen. Bis zum nächsten Mal. See ya, Leute. Meh.